Moin Moin, was geht? Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Video, was geht? Wieder zurück zu einer erneuten Folge mit, du weißt es, na komm, du weißt es, Pokémon, strahlender Diamant natürlich, genau, du hast es erfasst, perfekt. Schön, dass du wieder da bist, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, in der letzten Folge haben wir die drei legendären Pokémons befreien können. Vesprit, Selfie und Tuburz. Die wurden in so kleine Kapseln eingesperrt. Wir haben sie befreit. Die sind so am Quälen gewesen. Man hat ihnen schon am Augenzucken gemerkt oder angesehen, dass die wirklich, wirklich Schmerzen haben. Also was Team Galactic da macht, das ist fürchterlich. Einfach nur scheiße. Die sollten verbannt werden. Komplett. Ja, aber wir durften endlich diesen Befreiungsknopf drücken und die drei legendären Pokémon befreien. Und dann sind sie aus den Kapseln rausgekommen. Puff, einfach weg gewesen. I don't know, wo die jetzt hin sind. Wahrscheinlich zum Kraterberg, da wo wir jetzt auch hin müssen. Denn wir müssen den Boss von Team Galactic wirklich, wirklich stoppen. Der hat fürchterliches vor. Er hat schon das, was er wollte. Und das dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen, denn wir müssen jetzt weiter zum Kraterberg. Puh, ja, da ist er, der Kraterberg. So, wir sind auf der Karte. Ich zeige es euch mal eben kurz. Hier unten am Kraterberg. Vorhin war ich nämlich hier oben bei Ewig Genau. Von Ewig Genau habe ich gestartet. Aber da ging leider der Weg nicht runter. Ich musste von hier unten zum Kraterberg hoch, wie es eigentlich normal eigentlich ist. Dieser heilige Berg ist ganzjährig von Schnee bedeckt. In seinem Inneren befindet sich ein gigantisches Labyrinth. Also die Folge wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lang werden. Ich denke schon. Sonst baue ich einfach zwei Teile raus. Aber wir wollen keine Zeit verlieren. Direkt rein. Let's go. Ab ins Wasser mit dir, Bidifass. So. Dann wollen wir mal... Oh, hier darf ich jetzt nicht runterfallen. Krax, da haben wir ja jetzt auch gekriegt von der Arenaleiterin in Blitzach. Da dürfte es auch kein Problem sein. Ach, Bidifass, du bist mein Mann für alles. Du kannst Kraxler, Stärke, Zertrümmerer. Was kann er denn noch? Ach, der kann einfach alles. Gut, dass ich den im Team habe. Am besten hole ich mir natürlich noch... Okay, Top-Trank ist natürlich sehr geil. Aber am besten in der Höhle ist immer Schutz. Top-Schutz, Schutz oder Superschutz. Oh Gott. Ja, Fluchtseil, das braucht man natürlich auch, aber davon habe ich, glaube ich, noch 3 oder 5 Stück. Oh Gott, selbst der Berg ist schon ein Labyrinth hier. Oh, hier geht's schon raus. Wo geht's denn da lang? Ach, oh gut, 207. Hey, kennen wir das nicht hier? Da unten ist auf jeden Fall auch wieder eine Höhle. Hey, wir bleiben noch mal eben kurz in der Höhle drin, weil da war ja noch ein Pokéball. Die schnappen uns gerne alle. Boah, fettes Georock. Aber mein Georock ist noch stärker als sie das. Da habe ich nämlich gar keinen Bock. Aber der Steinhagel, der macht es mehr glücklicher. So. Hier, ja, Beleber, nehmen wir mit. Hier lauert es aber von Pokébällen. Oh, da ist auch noch mal eine Höhle. Wie kommen wir denn da hin? Mal gucken, wie kommen wir denn da unten hin? Ah, guck mal, da kommen wir hin. Vielleicht ist das ja doch die Höhle, wo wir weiterkommen. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Oha. Ah ja, da haben wir Team Galactic. Die erste Dame, die von mir bekämpft werden will. Uns Rüppeln wurden zwei wichtige Aufgaben gegeben. Der erfolgreiche Ablauf dieser Operation am Berggipfel ist die erste. Und Nummer 2 befiehlt, jegliche Störenfriede unschädlich zu machen. Dann zeig mal her. Ach, nur ein Pokémon. Ach, Papalapap. Ja, Papinella, Papi, Papinal, Pap. Alles beides das gleiche. Weg mit dem Flatterviech. So, Punktesprung. Hau raus und dann weg mit dem. Level 40 eigentlich. Wow.
hat sich Team Galactic aber einiges an Mühe gegeben für die Level. Also letzte Folge waren noch so auf 35, 38. Und das so schnell? Respekt. So, oh ne, da ist der nächste. Oh Gott. Ja, wie gesagt, ich denke mal, ich werde die Kämpfe von Team Galactic einfach überspringen, so wie ich es die letzten zwei Folgen gemacht habe, weil wir wissen doch alle, Galactic hat immer die gleichen Pokémons und ja, macht auch nicht viel Spaß, glaube ich, den Kampf nachzugucken. Wir entdecken lieber die Story. Die Story ist viel spannender und wichtiger. Deswegen sehen wir uns bei dem, ja, das Ende des Kampfes. Oh, ich bin schon so gespannt, wenn wir am Kraterberg endlich angekommen sind, ganz oben auf der Spitze. Hier fliegt aber der Sand. Da müssen wir uns in Acht nehmen. Hier, wir kraxeln uns erstmal hier hoch. Ja, wie wir gelesen haben, soll ja der Kraterberg also ziemlich an der Spitze nur Schnee sein. Also dann wissen wir ungefähr schon, wenn wir am Kraterberg angelangt sind, dass wenn wir Schnee sehen, dass ist das Ende des Kraterbergs und mal gucken, was auf dem Kraterberg denn wirklich geschieht. Ob da wirklich drei legendären Pokémon sind oder ob da noch vielleicht was anderes ist. Man weiß es nicht. Einfach überraschen lassen. Vielleicht ist ja auch das große legendäre Pokémon die Alga da. Wer weiß, I don't know, kann gut möglich sein. Ich gehe mal davon aus. Das wäre natürlich mega geil, aber hier gibt es ja schon wieder so viele Eingänge in den Höhlen. Boah, nochmal Kraxler. Ab rein damit. Ja, wir haben natürlich noch... Oh ne, schon wieder ein Team Galactic geht. Wir haben natürlich noch einen Orden offen. Eine Arenaleiterin oder Arenaleiter müssen wir noch besiegen, dass wir wirklich alle 8 Orden haben und die Top 4... dass wir die Top 4 bestreiten können. Da bin ich auch schon echt gespannt drauf. Let's go. Boah, noch ein Team Galactic ist hier überall verstreut. Trainerkampf für Trainerkampf. Oh mein Gott. Endlich wieder raus aus der Höhle. Oh ja, das sieht doch schon wieder ganz anders aus hier. Ich glaube, von da aus sind wir gekommen, oder nicht? Aber es sieht hier verdammt nach Schnee aus und ich denke mir mal, wir sind schon knapp am Ziel des Kraterbergs. Ich denke mal, wir müssen hier unten runter. Aber dann können wir mit Kraxler hier hoch und ich glaube, wir sind dann schon fast am Ziel, denn es schneit hier wie verrückt. Oh mein Gott. Können wir da auch schon runter? Ja, da können wir schon mal runter. Oh, das sieht doch sehr gut aus. Haben wir wirklich die richtigen Wege genommen? Also 1 zu 1 habe ich einfach so gedacht, komm, ich nehme den Weg, ich nehme mal den Weg. Dann nehme ich mal den Weg, den Eingang, den Höhleneingang. Und ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Ja gut, in die Höhle möchte ich jetzt eigentlich nicht reingehen. Wir gehen mal weiter nach unten. Okay, ich glaube, wir müssen sogar in die Höhle rein. Dann wollen wir mal. Dann wieder rein in die Höhle. Boah, diese Musik dabei. Oh ja. Das sieht doch schon sehr gut aus hier. Team Galactic ist auch wieder am Start. Also wir müssten nur richtig sein. Das werden wahrscheinlich jetzt die letzten Stufen sein, die es bis zum Kraterberg braucht. Oder auch nicht. Ich hoffe, das sind jetzt die letzten Treppen zu dem Ende des Gipfelbergs, glaube ich. Genau, vom Kraterberg zum Gipfelberg. Ich hoffe, das sind jetzt die letzten Stufen. Und ich hoffe, wir haben es jetzt gepackt. Da wären wir bei den Speersäulen. Oh Gott, Team Galactic hat sich schon wieder hier komplett eingenistet. Oh mein Gott. Etwas Gewaltiges steht hier unmittelbar bevor. Komm uns bloß nicht in die Quere. Du guckst so, als würdest du uns trotzdem in die Quere kommen wollen. Habe ich recht? Tja, dann bekommst du es mit uns zwei zu tun.
Oh, noch mehr Kämpfe. Das hat doch nicht gereicht, dass ich die ganzen Kämpfe im Kraterwerk bestreiten musste. Aber den Doppelkampf, den nehme ich auf jeden Fall gerne hin. Ich liebe Doppelkämpfe. Gut, ist jetzt... Ja, nö, sind ganz gute Pokémon sogar. Hundemon kann auf Pudox und Luxtra auf Stunkapu. Das ist doch eine gute Kombo. Feuerzahn auf Pudox. Sehr gut. Let's go, Jungs. Macht das Team fertig. Oh, ich bin schon so gespannt auf diese Szene jetzt gleich. Was hat der Galaktikboss vor sich? Boah, jeder nur ein Pokémon. Sehr geil. Oh, dieser Finalschlag, der geht mir so auf den Sack. Ich, so episch jetzt gleich. Ich bin gespannt. Ach, nochmal ein Pokémon. Okay. Ah ja, okay. Wir haben nichts gesagt. Dann haben sie beide halt zwei Pokémon. Na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Komm her! Oh ja, genau. Danke. Jawohl, Billy Bunkel. Ah! Läuft! Perfekt! 53! Luxtra, du brauchst immer mehr Level. Die wirst du jetzt auf jeden Fall gleich brauchen, die Level. Oh ja. Jawohl! Jetzt geht's los. Da war einfach der stärkste aller Rupel. Ach, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Ja, wie immer. Jeder von euch. Mann, das war echt eine erbärmliche Leistung. Wir lassen dich jetzt durch, dann kann unser Boss dich fertig machen. Ha, der kriegt das auch nicht hin. Oh, geil. Einfach nur geil. Jetzt wird alles enden. Und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Dialga, mystisches Pokémon und Meister der Zeit. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Gänsehaut des Todes. Ui. Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich die Zeit verzehrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Windkraftwerk. Das ist das Pokémon, von dem ich in den Mythen erzählt wird. Der Schaffer von Sinnoh. Die Alga, die Verkörperung der Zeit. Die Alga! Diese Welt kann nichts mehr in das Ungeformte werden, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen, ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Naja. Du und Gott, das will ich aber sehen. Da wird dir ein kleines Mädchen in die Quere kommen. Oh. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon mal einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin der Nächste. Du magst zäh sein, doch diesmal werden auch wir mit Samthandschuhe ausziehen. Ha, Augenblick mal. Ohne mich findet hier keine Party statt, klar. Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weint, weggerannt ist? Na, inzwischen stärker geworden. Mir soll's recht sein. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Ah ja, perfekt.
Barry, du bist mein Mann. Auch wenn du scheiße bist, aber gut, dass du da bist. Ich hätte die beiden zwar eh so fertig gemacht, aber gut. Nur eine kleine Hilfe stört eigentlich nicht. Aber fuck so. Ach, Kacke. Naja, okay. Bronze, die kriege ich direkt eh schnell down. Schade, dass ich nur ein Bronzel jetzt angreifen kann. Boah, 41 einfach. Aber nix. Keine schwachen Nerven. Reflektor, ach komm. Mach weg deinen Reflektor. Nützt doch nix. Jawohl. So will ich sehen, man fuck so. Aber noch ein bisschen stärker werden. Auch ein kleines bisschen stärker werden, damit das Bronzel komplett weghaust. One-Hit. So wie bei mir. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Guck, so sieht das aus. Ja. Scheiße. Geht voll. Fuck, ich hätte vielleicht das Stunkapu erst raushauen sollen. Konfusschrei. Kacke. Ja gut, auch noch ein Faxo, das ist eh egal. Der kann ja eh nix. Boah. Beides. Boah, beim Faxo startet aber echt durch hier. So. Ne, komm, dann nehmen wir lieber Funkensprung für Stunkentank, damit der wenigstens weggeht. Habe ich mir gedacht. Flammenwurf kann das Viech auch noch. Ja, direkt immer alles auf meinem Faxo. Immer drauf da. Ja, genau. So will ich sehen. Mein Faxo kann eh nichts. Einfach drauf da immer. Ja gut, dann hauen wir doch erstmal das Bronzel weg und dann kann ich eventuell ein neues Pokémon rufen und das Stunktank hinterher besiegen. Weil ich besiege ja wirklich alle Pokémon, alle 6 Pokémon und das Barry kann halt nichts, ne? Wie wir schon mitgekriegt haben. An der See der Stärke nichts können. Perfekt. Mamfaxo, du hältst das alles aus. Und dann gegen mich kriegt er ja auch nichts hin. Also von daher mache ich eigentlich alle 6 Pokémons, werde ich nur besiegen. Schade, man Faxo. Gute Verteidigung gehabt. Schnurgast, ach Kacke. Auch noch so ein dickes Pokémon. Na, Staraptor. Schon mal ein gutes Pokémon. So, was machen wir denn? Ich glaube, wir sollten uns noch ein neues Pokémon holen. Was vielleicht auf beides sehr effektiv ist. Ja, aber... Nee, könnten wir gut machen. Chetara macht das hier mit beiden. Ich glaube, Erdbeben, wenn ich Erdbeben sogar mache, trifft es alle 3, meine ich, oder? Ach... Seit wann kann eine Katze sich in die Erde graben? Ach, come on. Ja, super. Perfekt. Dauert der Kampf ja noch länger als wie sonst. So, jetzt aber Erdbeben. Oh, wirkungslos. Perfekt. Jawoll. So soll's sein. Jetzt kriege ich beide dran. Wow. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet, Barry. Wow, okay. Okay. Starke Attacke. Perfekt. Hol ein neues Pokémon rein. Perfekt. Schon mal gut, dass Erdbeben keine Wirkung auf Staraptor hat.
Ja, das Gift ist halt ein bisschen scheiße. Aber das überstehen wir auch noch. Oh, warte, ja, easy. Kriegen wir, glaube ich, auch mit Erdbeben weg. Ja, läuft. Beide mit Erdbeben. Ah, ist wirkungslos. Ach, Mist. Ich dachte, da wäre doch irgendwas gewesen. Naja, egal. Ist nicht geil. Was willst du mit Doppelteam? Mach deinen Nahkampf. Nahkampf wäre jetzt am perfektesten gewesen. Oh fuck. Trink beide. Ja, läuft. Nicht mehr vergiftet. Boah. Hätten wir denn noch was? Georock, ja. Luxa könnte es auch noch machen. Aber Georock mit Walzer, geht das dann auf beiden? Ich weiß es nicht. Aber wir holen Georock mal rein. Geht so gerade eben. Aber auch ein bisschen unfair irgendwie. Ich habe 6 Pokémons, Barry hat 6 Pokémons und die haben halt nur 6 Pokémons, ne? Teilen sich halt 3 und 3. Boah, Panferno. Boah. Auch so ein geiles Pokémon. Ne, machen wir auf das linke Golbat. Perfekt. So soll es sein. Und ich glaube, wir sind beide Golbats einfach down. Hm. Aua. Das tat jetzt wirklich weh. Komm mal wieder runter auf den Boden der Tatsachen, Golbat. Schade. Okay, müssen wir noch mal ein Erdbeben? Nee. Machen wir eine Dampfwalze. Ah, fuck. Auch, ja, egal. Ja, guck mal, er regelt das doch schon. Perfekt. Barry, ein sehr guter Kampf von dir. Die anderen sind zwar immer scheiße, aber das war ein guter Kampf von dir. Respekt. Georock 50, Risikodeckel. Hm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bei dem sich der Anwender selbst verletzt, ja, deswegen ja. Nee, besser nicht. Nee. Gentry war auch Level 50. Läuft. Sauber. Oh, war ja. Ich hätte wohl lieber allein kämpfen sollen. Ah, du bist zu stark geworden. Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Oh doch. Einmal besiegt, immer besiegt. Hey, hey, hey. Meine Pokémon sind echt stark, stimmt's? Ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Aber ich fürchte, für uns ist hier Endstation. Moment. Moreno, ich helfe dir. Ah, perfekt. Barry hat dein Team geheult. So, das wäre ehrlich, Moreno. Der Rest liegt in deiner Hand. Ja, weil du weißt, ich bin stärker als du. Aber ist er erstmal eben kurz gekommen. Er wusste den Zweierkampf. Oh, ja, das ist...